Wir sind gut angekommen. Wir freuen uns, da zu sein. Kiel ist ein cooler Platz, eine richtig coole Regatta. Es sind ja da 1,5 Millionen Zuschauer bei der Kieler Woche, 400 Live-Konzerte, ich glaube 3000 Segler, und das ist einfach ein Hammer. Und das zu erleben, taugt uns jedes Mal wieder. Also, wir sind happy. Wir haben, wie bei einer Fabrik, muss man sich einen ausstempeln. Müssen wir uns bei der Kieler Woche auch ein- und ausstempeln. Wir seien hier out. Das Ganze ist ein bisschen so entstanden. Das ist so ein Riesen-Event mit so vielen Seglern auf dem Wasser. Und eben von Jugendlichen zu olympischen Seglern, zu klassischen Booten. Dass es der Sicherheitsaspekt ganz schwierig ist, aber auch wichtig eben. Und mit dem ein- und ausstempeln kann man das ein bisschen garantieren, am Abend sicherzustellen, dass auch wirklich alle wieder zurück an Land sind. Aber meistens finden die schon wieder heim, und dann gibt es vielleicht einfach nur ein paar Strafpunkte, damit man in nächster Zeit wieder achtsamer ist. Die 49er Benjamin Bildstein und David Hussel sehen die Regatta in Kiel als Trainingswoche. Sie verfolgen ein übergeordnetes Ziel, nämlich eines der letzten Olympiatickets bei der WM in Auckland zu holen. Bis dahin heißt es, Erkenntnisse und Erfahrung sammeln. You miss these opportunities to gain, like the first downwind, second downwind also, but I was expecting after the hoist you would jive set to the first one because you were in a good place there. And you were just hoisting into no wind. And Danish was there behind you, he was second at you. Yeah, I think it's just need to be very, very good with the shift and gusts, especially downwind. Downwind was giving more opportunities than the upwind. Upwind, you are in this kind of some place. Yeah, I mean, the upwind already, when you rounded the gate, you were lifted all the time to the right. You could not tack before, so it was leading you on its own. But there at the top mark, you need to take a good look where is the gust. And the left one, you will see if it's there or not there, but the right one cannot even show at the moment, but then it comes over the land. So this is the thing. The right can always jump over. So you can even go into it, if you see nothing, you can still go and then something comes. How far off the line have you been at the start? A bit behind, but not too much. Like, could be a bit closer, but then with all the boats around you, you were in front. That was quite okay. Really good start. Yeah. But you were not so close to the line. Swiss was close and Fantella was close. I felt maybe you are a little bit full, a bit full. Not compared to Shime, quite similar. And with the other boys. That was the problem. There's 5-6 of you all going into the lull, and whoever was jiving was just gone. That's tricky. Was it a jive in the second downwind? It was interesting. A jive? First, the kind of controlled. There was another boat just near to us. We almost rolled and then it went down. Yeah, it's in this stripes. But you were jiving with quite less wind again. Yeah. It would be better if you are jiving under the gust. But at the end, you lost the American who jived early, and you didn't gain any on the other. But
just looks like you need to play your wind well. That's important. You cannot just go to the other side when you decide to go to the other side. Try. Mit dem Einzug ins Medal Race haben David Hussel und Benjamin Bildstein ihr persönliches Pflichtziel erfüllt und wichtige Trainingsstunden am Wasser gesammelt. Ein weiteres Top-10-Ergebnis gibt Selbstvertrauen für den kommenden World Cup in Japan, bei dem die beiden das Ziel wieder höher stecken. Ja, also der Start der Woche war ein bisschen rau bei uns. Wir haben uns jeden Tag steigern können und verbessern und das freut uns natürlich irrsinnig. Wir sind ins Medal Race gegangen mit sehr knappen Punktenabständen. Das hat uns dann auch schon mal ein bisschen zufrieden gestimmt, dass wir das geschafft haben. Heute im Medal Race ist nicht ganz so gut gelaufen, wie wir gehofft haben. Wir haben aber trotzdem gesamt einen Platz aufholen können und sind jetzt Sechste gesamt. Jetzt Kieler Woche ist erledigt, jetzt haben wir eine Woche mehr oder weniger Pause, Vorbereitung für Japan und dann geht es für einen sehr intensiven und langen Block von fast 2 Monaten nach Japan, Vorbereitung auf die Spiele nächstes Jahr, unter anderem ist da auch das Test-Event und der Weltcup und wir freuen uns schon sehr auf das Gebiet. Die Kieler Woche. Bin ich falsch hier? Nein, ist die Kieler Woche. Ausgezeichnet, deswegen hätte ich auch erwartet, dass man vielleicht einen Tequila eingeschenkt bekommt, aber irgendwie scheinbar nicht. Wir haben keinen da, also wir können beim Boot reinschauen in den Rumpf. Ich fürchte, da gibt es keinen Tequila, wenn dann vielleicht ein Rum, aber... I would have expected lime and salt at Tequila Week. Lime and salt Tequila Week. We're gonna try, but we prefer gin tonics. That's a good choice, I have to say. I haven't spotted any limes or salt. Can you tell me the reason? What? Tequila Week. Tequila Week and no lime and no salt. Yeah, it's a joke. What's your favorite beverage? Milk. Stehe hier neben Thomas Zajak, der ein, was ich nicht wusste, ein geborener Lügner ist, weil er mir vorhin gesagt hat, er ist angesprochen worden von den zwei Herren aus England. War das nicht falsch? He just told me that you are from England, so okay. Apparently it's not true, but it's not a problem. Also, es hat dich darauf angesprochen? Hat dich, ja, habe ich natürlich und, gemacht, was haben Sie gesagt? Dass sie nicht mit dir gesprochen haben. Aber ich schwöre es ja, die haben denen sehr ähnlich ausgesehen. Du bist so ein Lügner. Mach dein Boot fertig. Rum haben Sie dabei? Natürlich. Kommen wir für die Kamera. After the race, first you take a beer and then later you keep going with something stronger. Huh? So you keep riding the waves, right? Yeah, of course. Ja, wir trinken hier im Norden eher Korn, deswegen. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren. Wir sehen uns in 2 Wochen.